Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Firewatch auf Full Game Junk. Das bin ich. Nee, ich bin das nicht. Das ist der Channel. Ich bin Fox. Fang schon an, dumm zu labern hier. Das kommt davon, wenn man bei jeder Anmoderation denselben Mist sagt. Und unter mir, ich weiß nicht, ob man das hier im Mikrofon hört, aber unter mir, hier wird hier hämmert und hier dröselt. Wahnsinn. Was ist das letzte Mal passiert? Wer braucht eine Auffrischung? Ihr bestimmt nicht, denn ihr seid ja pfiffige Aufpasser. Ruhe! Irre, was die hier am Dröseln sind. Kernrenovierung ist immer eine tolle Sache. Wer jetzt sagt, naja, nimm doch einen Tag auf, an dem die hier nicht rumhämmern. Das machen die jetzt das ganze Jahr über. Das ist abgefahren. Könnt natürlich mitten in der Nacht aufnehmen, aber dann seht ihr mich nicht mehr, weil es dann so dunkel ist. Ich habe hier nur so eine kleine Piefgelampe stehen auf dem Tisch. Und die macht nicht so ein tolles Licht. Die macht immer so ein orangenes Licht. Da sieht man immer aus, als hätte man irgendwie die Mohrrübensucht. Na gut. So, der Weg ist gesperrt, heißt es hier. Weg gesperrt, Schild. Oh. Oh. Na Mensch, ist ja ein sicheres Schild. Kann ich das wieder aufstellen? Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Und wir begeben uns jetzt wieder in unser kleines, aber feines Häuschen. Ah. Interessant. Holzaufsteller. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Oh. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Was geht hier ab? Alles verwüstet. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Da ist ja jetzt natürlich ein Ding. Die Frage ist nur, warum? The place is trashed. I can't believe this shit. Ruhm. Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? I did probably piss off the girls at the lake. Fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, what, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. Get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Tja, wird ein spannender Sommer auf jeden Fall. Wenn das so weitergeht, jetzt dürfen wir erstmal alles aufräumen, nachdem hier Vandalen waren. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Weiber waren, weil die kommen ja auch nicht da hoch. Schon die anderen nackend.
Vielleicht der Kerl mit der Taschenlampe. Der musste ja schließlich denselben Weg laufen wie wir. Warum? Und wieso? Und was hat das alles mit dem Wald auf sich? Fragen über Fragen. Keine Ahnung, wir kriegen es noch raus. Wake up. Bin da. Hey, wake up. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. Okay. I don't really know why that would be the case. There's no backup? The backup is the 2-day hike out of here. So that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas. Yours is a good hike away. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Sehr geil. Wir dürfen in die Kirche, wollte ich gerade sagen, in die Höhle des Löwen, also unten durch die Tür. Und ich stecke jetzt erstmal die ganzen Bücher hier weg, die hier auf dem Boden rumliegen. Ich die ganze Zeit frage, warum die hier überhaupt liegen, aber zack. Ein bisschen Ordnung schaffen. Ordnung schaffen. Kann ich das hier auch wieder hinstellen? Ja. Alter Holzofen. So, liegt hier irgendwas rum? Zack. Na, guck mal. Wie schön wir hier aufräumen können. Kann ich noch mein Bett machen? Wäre ja wirklich klasse. Was haben wir denn hier? Dr. President. Ein neues Spiel der Dr. Bibber. Und Space Puffs. Die gibt es, glaube ich, wirklich. Space Puffs. Okidoki. Also, wir ziehen los. Es geht nach draußen. Mal wieder. Schwupp. Und wir schauen mal auf unsere Karte. Da brauche ich ja eigentlich jetzt nur wieder nach unten latschen. Wir schauen mal, ob das auch so funktioniert. Denn sie sagt, ich soll durch die Höhle gehen, aber die Sache ist nur, wir haben gar keinen Schlüssel für diese kleine Höhle. Was uns die Sache natürlich jetzt ein wenig erschwert. Ja. Jetzt müsste ich natürlich mal schauen. Nördlich des Canyons. Nördlich des Canyons. Nördlich des Canyons. Ich könnte natürlich hier durchgehen und dann hier hoch. Die Fernmeldeleitung. Gibt es hier denn irgendwie eine eingezeichnete Fernmeldeleitung? Nö. Also, ich gehe jetzt trotzdem wieder runter, durch die kleine Höhle. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Na, da bin ich ja beruhigt, dass du auch überall hinpieselst. Aber sonst kann er hier noch unten springen, das ist ja schon mal praktisch. Da müssen wir nicht uns blöde mit dem Seil runterlassen. Und ich glaube... Moment, kann ich hier auch runter? Hier kann ich auch runter. Ist ja praktisch. Spart wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich viel Zeit, aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht gibt es ja hier auf dem Eckchen auch noch irgendwas zu sehen. Auf jeden Fall wird der etwas pummelige Herr bestimmt sehr, sehr sportlich sein nach dem Sommer. Wenn er weiter so macht. Und jetzt schaue ich mal. Hier ist der Canyon. Wo ist die Höhle? Moment, gibt es da überhaupt einen Weg hin? Moment. Hier den Weg runter, doch, und dann da hoch. Gibt es sogar zwei Möglichkeiten. Da ist auch noch so ein komischer Kasten. Den haben wir aber schon. Nee. Was ist denn das dann? Achso, das ist zum Hochbamseln. Da kann man nach oben.
gehen. Wird uns aber nicht viel bringen. Also, ich versuche jetzt trotzdem mal den Weg zu nehmen, den ich mir jetzt hier gerade in den Kopf gesetzt habe. Denn ich meine, dass der ziemlich gut sein müsste. Der müsste ziemlich gut sein. Von dem Weg her. Da ist die Höhle, genau. Und dann runter und dann konnten wir ja noch ein Stück nach oben laufen. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? You know, boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it, yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? I took this job. Oh, duh. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. Hey, your button is still down. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, if there's anyone or anything you want to talk about, fire away. Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Hm, okay, man kann sie also auch verärgern. Dann ist sie also nicht erreichbar. Okay. Hätte ich vielleicht nicht nachfragen sollen? Kann man ja nicht wissen. Aber interessiert jetzt mich schon, was es da geht. Vielleicht wäre es auch eine wichtige Information für mich gewesen. Irgendein Kontaktmann, der hier sagt, hey, ich stehe hier gerade am Sendemast und schnatter mir die Palme wund. Dann hätten wir sagen können, warte noch, ich komme auch dazu. Aber gut. Naja, also. Die Layla oder Dahlia oder wie sie heißt, ist auf jeden Fall jetzt gerade nicht am Mann. Bedeutet, wir machen uns jetzt hier anhand dieser Sendemasten vorwärts. Also wir gehen ihr entlang. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mit ihr drüber reden, weil sie... Alter, Notizblock. Notizen geschrieben beim Kaken. Okay. Old Shoeshone Winthrop Carter Hawks Rest. Ah, das ist ein Song. Refrain. Auf dem Weg nach Old Shoeshone, wo ich den Bienchen und Blümchen fremd bin, wo Menschen und Krieg vergessen sind und die Mädchen wie der Wind. Ich geh in die weite Ferne, an einen Ort ohne Zwänge. Brauche keinen Kalender, nur die Jahresringe. Brauche keine Dame, nur die Schmetterlinge. Kann auf dem Weg keine Zeit verschwenden. Muss allen Ärger abwenden. Brauch kein Mädchen, nur die Esche. Brauch kein Freund, nur die Elche. Lebe unter den Ästen. Tanze um die Espen. Brauche kein Gras, nur die Erlen, brauche keine Massen, nur die Felsen auf dem Weg nach Old Shoeshone, wo ich den Hirschen und den Eulen fremd bin, wo niemand über mich richten will, in Old Shoeshone, wo ich nur ich bin. Wow, war ziemlich scheiße. Aber gut. Ich wollte es mal angebracht haben, wenn wir schon hier so einen tollen Liedtext haben. Warum dann? Also nicht. Hier ist noch eine kleine Hütte. Hier muss ich eigentlich gar nicht hin. Fällt mir gerade ein. Aber hier ist ein kleiner Kasten, den wir natürlich gerne aufmachen wollen.
Eins. Ich wette, der hat jetzt eine andere Nummer, weil der nicht orange ist. Drei. Vier. Oh doch. Sie hält Wort. Alle ist alle. Eine Mütze. Korea-Veteran. Aufsetzen. Korea-Veteran. Oh Mann, wenn mich damit einer erwischt, ey. Krieg bestimmt Ärger. So, was ist hier los? Oh! Hallo! Wir sind's. Feueraufsicht. Kann sein, dass der Tee gebrannt hat? Alter Müll. Na, vielleicht hat er hier auch gerucht. Und ist deswegen ein bisschen abhanden gekommen mit seinen Sachen hier. Aber der hat einen ganz anderen, eine ganz andere Hütte. Ja, die ist auf jeden Fall hin. Verbranntes Bett. Alter Ofen. Hallo? Nichts drinne. Nichts drinne. Eine alte Tür. Geschirr. Noch mehr Geschirr. Propangas. Hm. Also zu sehen gibt's hier nichts, aber interessant ist es. Dachte, vielleicht ist hier irgendwie noch alter Müll. Jetzt hätte man bestimmt natürlich sagen können, hier, Delilah, Dahlia, was geht ab? Hier hat was gebrannt. Aber gut. Vielleicht hat hier Dings gewohnt. Wie hieß er? Forrest Burns? Der hat hier bestimmt gewohnt. Wissen wir zumindest, wo er seinen Namen hört. Und ich flitze mal schnell zurück. Während es ein klein wenig ruckelt. Und folge jetzt den Masten hier weiter. Einmal drüber jumpen. Perfetto. So, wo ist der Mast kaputt? Ich glaube da hinten, weil da kein Mast, also kein Kabel mehr zu sehen ist. Da oben, da ist abgerissen. Ich hab's gesehen. Jetzt geht's ab. Der Funkmast ist ab. Oh, ich dachte gerade, da steht ein Wildpferd oben drauf. Hab mich ja fast verguckt. So, was ist das da? Feuerwachturm Thorofar. Ah. Delilahs Turm. Interessant. Kann ich sie anrufen? Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. Alles klar, sie spricht zumindest schon wieder mal mit uns. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Vielleicht können wir uns nachher noch bei ihr entschuldigen, dass wir so harsch waren. Das war wirklich gar nicht meine Absicht. Aber na gut. Was will man machen? Konnte ich gar nicht wissen. Man muss ja, man kann ja wenigstens mal nachfragen. Und ich finde es lustig, dass ich das hier mal eingeben muss, obwohl das doch immer dieselben Dinger sind. Aber bestimmt ist nachher irgendeine, die nicht aufgeht. Wettig. Zack. So. Halt. Einzeichnen sollst du das, mein Freund. Schwupp. Karte aktualisiert. Nachricht lesen. Hi Dave, ich habe gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Hab dich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos, Professionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron. Der Ron. Ja, nimm ruhig mit hier. Ach, da hätte ich jetzt auch eine Nachricht sagen? Ja, gut. So, Kiefernzapfen sind hier Unmengen drin. Aha, hier ist nur ein Brett und ein Dings und ein Buch. Nehmen. 6 feet down under. Ich kann die immer nur leider nicht mitnehmen. Ich dachte, man kann irgendwie Bücher sammeln oder sowas. Oh, jetzt
schmeiß ich hier wieder alle daneben. Komm jetzt, aber hier. Näher ran vielleicht. Ja. Sieht gut aus. Tipp noch oben drauf. Perfekt. Und zu. Na, läuft. Also, wir sollen jetzt den ganzen Weg da hochklettern. Ich komme aber, glaube ich, nur von einer Seite ran. Und zwar, wo sind wir? Wir sind hier oben. Da muss ich drauf. Also. Da sind die Masten. Da muss ich doch außen einmal rum. Na gut. Na gut. Pack es weg. Oh! Eine Schildkröte! Haha! Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Now, what do I call it? Looks like a, Oh, this ought to be good. Shelley Duvall. Ah, Shelley. I see what you did there. Very nice. She's dainty, yet powerful. Well, I loved her in The Shining. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Schwupps. Eingepackt. Ein Herz für Schildkröten. Na Mensch, da gibt's gleich einen Erfolg für. Sie wird dich beerben. Na, ich freue mich drauf, was die mir zu vererben hat. Wahrscheinlich ihren Panzer. Ihren Shelly. Aber jetzt erstmal wieder zu anderen Dingen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, vor allem Schnappschildkröten, die sind echt gefährlich. Wir haben ja bei uns hier so ein großes Freizeit- und Erholungsbad. Tropical Island nennt sich das. So eine riesengroße Cargohalle mit tropischem Interieur. Und da laufen Schildkröten frei rum. Und die sind immer so klein, dass die aus ihren Gehegen raus können. Und da gibt es eine Warnung zu. Und die können dir tatsächlich einen Finger und einen Zeh abbeißen mit ihrem Schnappmaul. Das ist schon krass. Also so ein Freizeitunterholungsteil für Kinder. Und dann kommt da so eine Schnappschildkröte und rasiert dir dann erstmal deine Zehen. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. It's snipped clean through, and there's a bunch of beer cans out here. The same beer those girls were drinking. They also left us a message. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay. Also, wir sollen jetzt mal so richtig schön erschrecken. Das ist ja voll nach meinem Geschmack. Die Sache ist, ich müsste jetzt, suche die Teenager, also entweder sind die noch bei ihrem Lager, dann wären die da unten, dann könnte ich von hier aus wahrscheinlich nirgendwo hin. Oder ich laufe jetzt da vorne weiter und komme vielleicht hier unten wieder zurück. Wäre auch noch eine Variante. Gute Frage. Wie wir uns entscheiden, das sehen wir erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder vorbei. Vorbei ist vorbei. Die Folge ist schon wieder vorbei. Leute, was soll ich sagen? Traurig ist es. Ich würde gerne weiterspielen, was ich jetzt auch mache. Aber ich würde es euch natürlich auch gerne zeigen. Aber ich muss es leider schneiden. Es tut mir leid. Also, seid wieder mit dabei. Wir gehen auf Wanderschaft hier bei Firewatch. Das ist voll Game Junk. Und ich bin der Fox. Bis dahin, sag wie immer, danke fürs Gucken. Und bis dahin.